Basics – Running Insights. Läufer wollen nur eines – laufen. Leider werden aber viele Läufer unfreiwillig gestoppt, wenn die Achillessehne plötzlich bei jedem Schritt schmerzt. Die Achillessehnenentzündung ist die häufigste Laufverletzung überhaupt. Aber wenn man die Sehne korrekt behandelt, können sie schon bald wieder die Laufschuhe schnüren. Maßnahme 1. Ab an die Treppe zum exzentrischen Wadenkrafttraining. Trainieren Sie jeden Tag 3x20 Wiederholungen einbeinig, langsam rauf und runter, so dass es in der Wade richtig zieht. Wichtig? Dieses Training müssen Sie mindestens 12 Wochen täglich durchführen. Maßnahme Nummer 2. Lassen Sie Ihre Laufbewegung professionell untersuchen. Achillessehnenüberlastungen entstehen oft durch ein Verkippen des Fußes nach innen oder auch nach außen. Die Schuh- und gegebenenfalls Einlagenversorgung muss für beide Fälle völlig unterschiedlich sein. Maßnahme Nummer 3. Trainieren Sie Ihre Stabilität. Gleichgewichtsübungen stärken die Fußmuskulatur und entlasten so Ihre Achillessehne. So kommen Sie bald wieder in die Laufschuhe. Aber denken Sie daran, vorbeugen ist besser als heilen. Laufen Sie immer 3 Paar Schuhe im Wechsel. Sie erreichen so eine bessere Belastungsverteilung, was vielen Überlastungserscheinungen wirksam vorbeugt. Mehr zum Thema unter essex.de.